Es gibt Zeichner, die bringen es perfekt auf den Punkt mit ihren Vorstellungen und welche, die das auf enormen Umwegen erledigen. Ich rede nicht über die Best Performance, sondern über ungewohnte, noch düstere Abweichungen unserer Figuren. Jay Lee, ein koreanischer Comiczeichner, der keine offizielle Relation zum ebenfalls koreanischbürtigen Jim Lee hat, Inhumans, Sentry und The Dark Tower gezeichnet. Das zeigt, dass Manhwas anders aussehen. Sein Stil war prägend genug, um das erste von Grant Morrison verfasste Marvel-Comic zu illustrieren. Fantastic Four 1-2-3-4. Sehr schmale Linien, kräftige Kontraste, ausgedunste Flächen. Kriegen wir nirgends so gut praktiziert wie bei Hulk Fing Hard Knocks. In einem Lokal irgendwo in der Einöde unterhält sich der rissige Pfirsich mit der Testobirne über alte Zeiten und ein Bild, auf dem Grim Hulk physisch schachmatt sitzt, während im Hintergrund die Armee anrückt. Was soll ich sagen? Ich teilte Debbys Reaktion aus dem Film, denn seien wir mal ehrlich, wer würde nicht bei so einem Freddy Krueger Wrestler verängstigt zurückschrecken? Wobei Hulks Gesicht sieht auch aus wie eine Guacamole. Seien wir doch mal ehrlich. Wäre Ben komplett aus Stein, könnte er sich nicht mal bewegen. Es sind sogar fast Lippen und Ohren vorhanden. Da sieht die Stirn auch gar nicht mehr so unrealistisch aus, da diese einem Boxer oder Vorzeitmenschen ähnelt. Viel gewaltig und tätiger wird es mit Ron Garneys Hulk, der durch die verweigerte Ruhe komplett durchdreht, und das spiegelt Garney gut wider. Der sich verkrampft darauf konzentriert, Bruce Campbell nachzueifern, dass es mit dem damaligen Zeitgeist ins Neurotische ausufert. Mit der Wulst und dem Gebiss sieht er aus wie Doug Mankiws Big Head aus den Mass-Comics, weshalb von ihm die pure Gefahr ausgeht. Begeben wir uns mit der Farbe Grün vorwärts ins DC-Horrorstübchen. Swamp Thing. John Boltons Porträt ist gepriesen mit Majestätik und Friedlichkeit, während Todleben alles zu beunruhigenden fließenden Wellen auflockert. Der Mann ist mit Tinte und Bleistift Musashi Miyamoto. Er war der Erste, der Swampys Olympia-Physik mit einer moosigen Silhouette umhüllt hat. So gruselig es auch aussah, die Sumpfgestalt war noch im Gegensatz zu all dem anderen, was er so zeichnete, am angenehmsten. Direkt nach dem Verlassen des Nestes landete Ben Temple Smith mit Brian Michael Bendis den Klassiker Hellspawn. Der 30 Days of Night Zeichner glänzt voller ästhetischer Kinderkritzeleien. Es sieht so aus, als hätte ein Kind die Linie gezogen, aber ein talentiertes. Noch dazu konversieren die Outlines mit den grellen Farben von Spawn, was das Ganze noch nekromantischer gestaltet. Also wenn Simon Kodranski die Beleuchtung anschaltet, entsteht ein Gothic-Cartoon-Comic. Capullo und McFarlane sind creepy, aber Temples lässt einen schaudern mit seiner vertrockneten Zombie-Attitüde. Kommen wir zu einem Künstler, der Marko Djordjevic nur zum zweitbesten EU-Marvel-Zeichner macht, Gabriel Del Otto. Der von ihm fabrizierte Vielfraß weist längere Lauscher als die Flederratte auf, dass ich schon fast an den Donnie Darko-Hasen denken muss. Mittlerweile hat er sich ins moderne Filmgestalterische gefangen. Der jetzige hat schon lange einen Widerspruch in Sachen menschliche Anatomie eingelegt. Kelly Jones. Dieser Platz geht an jeden dritten von ihm gezeichneten DC-Charakter. Er stellt die Figuren genauso abgründig dar, wie sie von sich selbst und anderen wahrgenommen werden. Mal sehen, was das letzte Batman-Comic an Scene mit sich bringt, was er gezeichnet hat. Der Mann wäre so gut bei Spawn, Hellraiser oder all den anderen Independent-Horror-Serien aufgehoben, die dringend einen guten Zeichner bräuchten.